Hallihallo, Hallöchen und Tag zusammen bei Potternander. Wir sind heute unterwegs mit Mama und Papa und laufen ein kleines bisschen durch die wunderschöne Kircheller Heide. Zum Weihnachtssee, zum Pfingstsee und begeben uns somit auf den Pfaden, die ich hier früher, als ich Teenie war, mit dem Mountainbike unsicher gemacht habe. Ich freue mich auf einen wunderschönen kleinen Samstagspaziergang. Kommt doch einfach mit, genießt die Tour. Da kommt eine Wandersfrau aus dem Busche. Was sie dort wohl gemacht haben mag. Hände desinfizieren. Wo sind wir hier? Mitten am Heidesee. Mitten am Heidesee. So. Das hier ist eine imposante Kulisse und ein Zeichen für den Bergbau im Ruhrgebiet. Vor 20 Jahren oder ein bisschen mehr oder weniger, da gab es das hier alles noch nicht. Und in den ganzen Jahren ist dann das ganze Gelände hier aufgrund von Bergschäden abgesackt und es hat sich hier ein Biotop gebildet, das hier echt seinesgleichen sucht. Das ist natürlich eine Wahnsinnskulisse und ein neuer Lebensraum hier entstanden, aber das ist schon erschreckend, wie sich die Landschaft da verändert hat.
Ja, und das war es erstmal wieder. Wir haben eine schöne kleine Runde gemacht durch die Kircheller Heide vor imposanter Naturkulisse, die von Bergbaugeschichte erzählt. Zwischen Heidesee, Pfingst und Weihnachtssee waren wir unterwegs mit Mama und Papa und ja, haben jetzt auch die letzten Sonnenstrahlen fast schon ausgekostet. Kühl war es auch, trocken war es, riesig Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, welche Bilder wir da eingefangen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein angenehmes zweites Adventswochenende. Bleibt vor allem gesund und geht doch einfach raus. Bis bald, euer Schrömi von Potterlander. Ciao.